Und damit willkommen zurück zu Project Zomboid. So, in der letzten Folge konnten wir auf jeden Fall allerhand klären. Das sei schon mal gesagt an der Stelle. Wir machen auf jeden Fall unbeirrt, machen wir definitiv weiter. Ich möchte mal einmal kurz wissen, in welchem Zustand ist der Generator. Wir haben noch 47% Brennstoff. Das reicht mir alles noch nicht. Schalte den mal bitte aus. Ich habe uns, sag mal schnell, ich habe uns Elektroschrott bereitgestellt. Das heißt, wir können den Generator, so wie er jetzt ist, reparieren. Schraubenzieher haben wir bei. Wie schaut's aus? Wir sind bei 82%. Mach mal bitte weiter. 86. Und that's it. Wir haben wieder einen Generator, der zu 100% einsatzbereit ist. Pass mal auf. Nee, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben hier irgendwo... Hier ist noch ein Benzinkanister, genau. Den nimm mal bitte. Wenn wir schon mal dabei sind, dann, ja, Treibstoff hinzufüllen, dass wir alles auf 100% haben. Sauber. Genau so muss das aussehen, Leute. Das gefällt mir schon wieder. Und jetzt werden wir die ganze Geschichte wieder anschalten. Und wir haben auf jeden Fall wieder eine ganze Weile Energie, Strom. Ach, ist das toll, Leute. Es läuft. Des Weiteren, ein Kanalkollege von mir, oder sagen wir mal so Kanalkollegen, kann man sagen. Das ist ja, ich glaube mal, das machen ja mehrere Leute. Der Kanal One Life Left, Leute, ich kann euch den empfehlen. Da habe ich ja jetzt ein schönes Video mir angucken dürfen. Also ein Kurzfilm, mehr oder weniger. Also Unilogen. Also es ist toll einfach nur. Es ist toll, mit wie viel Kreativität man dieses Spiel doch gestalten kann, ja. Beziehungsweise, was es hier so an Mods gibt, an Szenario-Mods. Also ich bin jedes Mal geflasht, wenn ich das so sehe, ey. Ist der nackte Wahnsinn. Muss ich einfach mal so sagen. Also wirklich ein tolles Video. Schöner Kurzfilm. Chapeau an der Stelle. Ihr macht wirklich eine klasse Arbeit. Das möchte ich einfach mal erwähnt haben. Also sauber. Einfach nur sauber. So, ich lege das jetzt trotzdem einfach mal. Ich lege das einfach mal hier ab. Den Holzkleber auf den Boden. Hier haben wir noch Elektroschrott. Ich muss das alles mal in einer ruhigen Minute. Muss ich das wirklich mal alles mal vernünftig einsortieren. Beziehungsweise, wenn ich... ja, Basebuilding betreiben möchte, wie auch immer. Ich würde sagen, wir frühstücken noch was. Und dann sehen wir zu, dass wir, ja, dass wir auf jeden Fall den Schweinestall weiter ausmisten. So, haben wir denn hier unten auf jeden Fall noch. Hier möchte ich mir das auf jeden Fall noch wohnlich einrichten. Steht auf jeden Fall auch auf dem Programm. Ganz vorne drauf auf der Agenda. Es bleibt alles nicht so. Aber, wie gesagt, oberste Priorität ist erstmal den Schweinestall auszumisten. Und dann sehen wir weiter, Leute. Weil wir kommen sonst nicht voran. Ist einfach so. So. Das letzte Helikopter-Event war vor 2 Tagen. Und rauch noch eine. Dass auch wirklich alle Moodles, alle Debuffs irgendwie verschwunden sind. Beta-Blocker haben wir auch noch bei. Ja, perfekt. So, ich würde sagen, 21. Oktober, unser Tag. Pass mal auf. Bevor wir das ein für alle Mal, bevor wir das nie machen, steck dir bitte die Luftpumpe ein. Dann gehst du jetzt hier ran, ans Auto. Können wir auch gleich mal checken, in welchem Zustand der Wagen ist. Okay, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Scheiße. Mach das mal bitte weg.
Entweder ist das jetzt durch diese Mod, dass wir jetzt... machen wir bitte nochmal. Scheiße, ich kann... ich kann leider die Reifen, oder? Warte mal. Ach doch, geht auch so, okay. Pump mal bitte auf. Sauber. Hier pumpen wir auch auf. Reifendruck. Hier sieht man es hier oben. 31, 32. Auf 35 müssen wir kommen. Dann aufpumpen. Nächster Reifen. Der Motor ist bei 71%. Was ist denn hier noch? Die Motorhaube. Kofferraum. Heckklappe. Aha. Motorhaube ist bei 36%. Okay. So, den noch hier. Dann hätten wir die Geschichte auf jeden Fall auch erledigt. Und können ruhigen Gewissens in unser Auto steigen und weitere Arschlöcher platt machen. Habe ich außerdem... ich habe richtig Bock zu, ey, Leute. Nach der Aktion mit dem Hubschrauber, also... so, reiß an die Schrankwand. Wir wollen Zombies killen. Fährt sich das jetzt eigentlich besser? Moment mal, ich such mal einfach... nee, das meine ich nämlich. Also es ist egal, ob du vollen Reifendruck hast oder so. Du wirst dich dennoch in diesen kleinen Bäumen, in diesen kleinen Tannen festfahren. Aber gut zu wissen. Das heißt, wir müssen diesen kleinen Tannen irgendwie ausweichen. So kommen wir ja voran, aber wir dürfen halt nur nicht in diese Tannen reinfahren. Ach du Scheiße, wo kommst du denn her? Auch so dicht an unserer Base dran, ne? Gefällt mir nicht. Ja. Ach komm, wisst ihr was, den schubsen wir so um, ey. Komm her, Fuckface. Halt die Fresse. Sauber. So dicht bei unserer Base, ey. So. Wir clearen auf jeden Fall weitere Arschlöcher. Ach, da ist auch noch einer, Alter. Ich sag ja, die sind hier. Das war das letzte Helikopter-Event. Das haben wir jetzt davon, wisst ihr? Deswegen beim nächsten Helikopter sehe ich auch zu, dass ich irgendwie wieder die Beine in die Hand nehme. Weil das ist definitiv kein Zustand, Leute. Naja, mühsam quälen wir uns hier durch, aber wir kommen voran. Hier kommt doch schon die Straße, weil irgendwann müssen wir nur die Straße benutzen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber solange wie wir jetzt hier noch abkürzen können, machen wir das natürlich. Und wir müssen auch im Hinterkopf haben, der Checkpoint, der wartet ja auch noch auf uns. Beziehungsweise in der Einkaufsstraße hier gibt es ja auch noch... einen Lieferwagen. Ich glaube, da müsste ein schwarzer Lieferwagen stehen. Also von daher... ich kann nicht jeden einzelnen Zombie umfahren, sonst hatten wir mal eine Karre gehabt. Schieße ich jetzt einfach, oder? Moment. Jetzt haben wir die wieder hier vor der Nase. Einzeln geht das alles noch, geht das voll klar. Sauber und down. Wir müssen ja schließlich weiter. Und wie gesagt, wenn wir das hier hinter uns haben... Ach du Scheiße, ja. Okay, wir fangen hier an. Ich treib die hier zusammen und dann gib ihn. Mach aus.
Sauber. Sauber. Ja. Ich konnte in der letzten Folge, ich konnte einiges auf jeden Fall wegmachen. Aber ihr seht ja selber. Wir haben hier auf jeden Fall noch allerhand zu tun. Lad nach. Und eine weitere Folge, wo er sich verewigt. Wie es ein Trickspiel ist, Project Zomboid. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Wie gesagt, das ist ein wirklich, wirklich cooler Dude, der wirklich Ahnung hat. Er spielt nicht so heftig wie ich, weil er einfach die Anstrengung nicht mag. Kann ich nicht verstehen. Das ist halt nicht jedermanns Sache. Ich gucke mir ja auch hierbei zu. Ich hab ja einmal geantwortet, sie lädt ja ein zum Nachspielen. Und da kam noch... Nee, also... Das ist ein bisschen heftig zum Nachspielen, aber... hey, Leute, probiert euch durch. Ganz einfach. Habt keine Angst davor. Ihr seht doch selbst, ich lebe doch auch noch. Na? Ich meine, gut, wie oft bin ich dem Tod hier von der Schippe gesprungen? Ob das Bestimmung war, Glück war, wie auch immer. Vielleicht eine Mischung aus allem. Ich sag immer, also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Probiert euch hier durch. Und wie gesagt, sterben ist keine Schande. Sterben ist einfach keine Schande in dem Game. Sterben ist keine Schande, Leute. Macht das Beste daraus. Und ja, habt einfach Spaß. Und wisst ihr, bei mir aktuell, ich sag mal so, wo ich meinen allerersten Insane Run gemacht habe, wo ich auf normal Insane gespielt habe, auf den normalen Insane-Einstellungen, da habe ich so, glaube ich, auch gesagt, ich bin so froh, dass das die Staffel endlich zu Ende ist und so. Gut, ich glaube, ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich hatte da auch gerade mal 120 Stunden auf der Uhr. Ja, also man ist ja, ich bin jetzt aktuell fast... Ich glaube, ich bin bei 700 Stunden. So, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber so um die 700 Stunden habe ich aktuell auf der Uhr. Und, ja, man lernt nicht aus, ne? Komm, die sammeln wir mal. Nur ein bisschen Munition sparen. Warum eigentlich nicht? Auch in der Folge werde ich ein bisschen was skippen. Ich lasse euch auf jeden Fall so lange wie möglich mit drinne im Boot. Dass ihr auf jeden Fall hier alles mitbekommt. Aber wenn die Geschichte jetzt zu langatmig wird, dann werde ich skippen, weil ihr wisst ja, wie ich vorgehe. Molly haben wir auch noch bei. Also meine Taktik ist da wirklich, ja, wie soll ich sagen? Eine Mischung aus Feuer und Schrotflinte. Bist du vorne mit dabei? Ja, das hat sich gelohnt. Wenig Schuss. Dafür maximale Zerstörung. Schrotflinte halt. Ja. Ihr mich auch. Süße, wo willst du denn hin? Hier sind wir. Komm doch her zu uns. Sauber. Jetzt kommt sie zu uns. Kommt sie. Komm her, Kussmund. Schicke Kleid hast du an. Wird dir nur nichts nützen. Sorry. Herrlich. Herrlich, Leute. Herrlich. Ich liebe es, ey. Das ist wirklich meine absolute Lieblingswaffe hier im Game. Die Schrotflinte. Na, noch mehr Nachzügler. Ja.
werde trotz alledem ein bisschen sparsam sein mit unserer Munition. Wir versuchen, die alle so zusammenzutreiben, dass wir auch möglichst großen Schaden anrichten. Wenig Munition einsetzen. Ich meine, wir haben noch einen Checkpoint vor uns, davon mal ab. Uns wird so schnell die Munition nicht ausgehen. Wir haben außerdem einen sehr großen Vorrat an Munition. 308er Munition, 45er ACP, 5,56. Aber hier Schrotmunition vom Kaliber 12, gut. Es ist halt meine Lieblingswaffe, ja, die ich auch am meisten benutze hier. Aber ihr wisst ja selbst, wie das ist. Ehe man sich versieht, ist das weg. Ach so, da fällt mir ein, ich wollte ja auch nochmal nachgucken, wie unsere Zielen und Nachladefähigkeiten, wie die so aussehen. Wenn wir schon mal dabei sind. Alter, eine Grunze hier, ey. Lad nach. Naja, du mich auch. Sauber. Sauber. So. Zombie-Magnet 3000. War der erfolgreich? Ja, da steht einer und hört, lauscht sanft dem Summen. Dem Summen des Motors. Jetzt kommt der Bass. Herrlich. Okay. Ah, ja, ich sehe dich. Ich sehe ihn. Ist einer. Ich hätte ja schon fast gesagt, ist geschenkt. Versucht die mal weiter zusammenzutreiben. Gucken, wo geht's weiter. Hier oben, wa? 2, 3, da, ja, das sieht aus, das könnte was sein. Ah, hier fängt's an. Die haben sich tatsächlich in Horden zusammengerottet. Okay. Pass mal auf, die haben wir gleich. Mach mal bitte aus den Motor. Wir haben hier gleich richtig Highlife. So, bis hier oben, ja, doch. Haben richtig schönes Hordenverhalten. Ja. Ist ja gut. So, lad durch, die Mumpe. Pass mal auf, wie die sich gleich alle umdrehen. Da, zack. Wie sich alle nach uns umdrehen auf einmal, ey. Finde ich jedes Mal faszinierend. Heißt für uns natürlich jetzt auch, jetzt geht's rund. Jupp. Jetzt ist nichts mehr mit Hordenverhalten hier. Jetzt haben wir eine große Horde. Krass, Mann. Das war ein Helikopter, Leute. Ein Helikopter hat das angerichtet. Finde ich jedes Mal erstaunlich. Dieses Verhalten von den Zombies. Alter, ein dicker Zombie schon wieder, ey. Oh, Authentic Z, ey. Nice. Den Fleischberg, den haben wir eliminiert. Jupp. Leute, das lohnt sich auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall am Überlegen, mir nicht gleich einen Molly zu schnappen. Ich glaube, das ist, glaube ich, angemessen. Ich glaube, das werden wir machen. Jetzt spazieren wir den Horden quasi davon. Fakt ist eins, wenn wir hier erfolgreich sind, Leute, dann haben wir hier wirklich unsere Ruhe. Eine ganze Weile sogar unsere Ruhe. Scheiße, wo ist das Molly? Da ist das Molly. Benutzen, primär ausrüsten. Das Feuer bitte sekundär ausrüsten.
Ali, hopp. So, Schrotflinte geschnappt. Beidhändig ausrüsten. So, haben wir brennende Zombies dabei? Frag für einen Freund. Ja, natürlich haben wir brennende Zombies. Nice, Leute. Gefällt mir. So muss das laufen. So will ich das haben. Und nochmal, Leute. Könnt ihr euch mich in der Zombie-Apokalypse vorstellen? Mich mit ausgerüstet mit einer Schrotflinte? Ich glaube, die Frage kann ich mir, glaube ich, selber beantworten. Ich meine, wenn ich so lange wie er jetzt überleben würde, ich meine, ich kann jetzt, wie das nun mal so ist, man kann immer klug daherkommen und quatschen und alles und bla und blub, hast du nicht gesehen. Ich glaube, wenn das richtig so weit wäre, da würden am Anfang, da würde mir am Anfang auch der Stift malen. Keine Frage. Weil ja eigentlich im Grunde genommen dein ganzes gewohntes Leben wird einfach mal so mir nichts, dir nichts auf den Kopf gestellt, ob du willst oder nicht. Du bist einfach mittendrin in der Scheiße. Ob du willst oder nicht. Und du kannst nichts dagegen tun. Das ist es ja. Es gibt sogar Statistiken, die errechnet haben, wie lange die Menschheit überleben würde, wenn sie sich nicht wehren würde gegen eine Zombie-Apokalypse. Also einfach alles laufen lassen würde. Also Flugverkehr, das ganze normale Leben einfach weiterlaufen lassen. Oh, da ist ein weiterer Hühnermann. Nee, der hat einen Spiffo. Oh, den merken wir uns. Der hat einen Spiffo, eine Spiffo-Haube auf, geil. Ich kam jetzt nicht auf das Wort. Der soll uns nicht abbrennen, Mann. Scheiße. Ich will die haben. Und inne rauchen willst du? Kannst du? Sobald wir hier sicheres Wasser erreicht haben. Rauchen. Zigaretten. Rauch mal, bitte. Gut, wa? So. Scheiße, ich hab nicht zu Ende geraucht, ich Dödel. Ich ruf die einfach mal. Nee, er muss erst aufrauchen. Sauber. Wir müssen gucken, dass uns das Futter nicht ausgeht. Also die Zombies nicht ausgehen. Weiter schießen. Auch schön alles zu uns gelaufen kommt. Außerdem dürfen wir auch nicht zu nah an das Wohngebiet ran. Sonst hatten wir mal eine Tankstelle gehabt, sonst haben wir mal alles gehabt. Müssen wir auch immer im Hinterkopf haben. Ja, wir müssen hier in der Nähe vom Feuer bleiben. Ich hab nämlich kein weiteres Molly. Ich meine, ihr könnt nach Hause fahren, kein Ding. Und könnt mir ein weiteres Molly holen. Aber warum nicht das Potenzial ausnutzen, wenn wir es haben? Naja, das lohnt sich alle Male, Leute. Das lohnt sich. Ja. Mal versuchen, die mal so ein bisschen zusammenzutreiben. Ja, hier unten, das meine ich. Dass die alle schön bei uns bleiben. Daneben. Dass wir das hier nicht verdüstbaddeln. Da ist unsere Karre. Also sondern wie weit sind wir ja noch nicht gekommen und er schießt daneben. Mal Abstand halten zur Karre. Und mal weiterlaufen. Sauber. Ja. Ihr mich auch. Ach Gott, Zombies.
kommt doch schon, da kommt doch weiteres Futter, Leute. Da kommt weiteres Futter. Hey, wo wollt ihr hin, ihr Pfeifen? Hier sind wir. Kommt mal her hier. Traut euch, kommt zu mir. Ja, da bleiben die bleiben stehen, weil hier so viel Gewusel auf dem Feld ist. Das schafft er schon gar nicht mehr. Mit dem Rändern. Oh, lad nach. Eigentlich wollte ich ja skippen, aber irgendwie, ich bin gerade mittendrin statt nur dabei. Ach komm Leute, was soll's, was soll's. Egal. So hat man auch mal Möglichkeit, sich zu unterhalten. Also von daher, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, ich führe eher einen Monolog. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Außerdem, mein Mathelehrer hat mal gesagt, ihr habt, Selbstgespräche ist der erste Weg zur Verblödung. Sehe ich nur bedingt. Da können kreative Sachen rauskommen. Ja, 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 ja. Schöner Spaziergang. Sauber. Oh, da kommt weiteres Futter, Leute. Es kommt weiteres Futter für uns. Ein brennender Zombie reicht aus. Und wir haben Futter. Kommt mal her, hierher. Ich sollte hierher kommen. So, die hierhin ablenken. Ich will das bitte alles geordnet haben, ja? Was haben die denn jetzt gemacht? Sagt mir jetzt nicht, das war irgendwo. Die haben sich alle so rumgedreht, als wenn da irgendwo ein Hausalarm wäre, oder? Ich hoffe nicht. Ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Aber nee, dann wären die schon längst weg. Glaube ich nicht daran. Ist das jetzt ein Hausalarm irgendwie? Nee, 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 nee. Müssen halt nur hier bleiben. Die alle schön zusammentreiben. Into the fire. I am the God of Hellfire, yeah. Ich bin schon wieder dämlich, aber das muss sein. Ach, komm mal her, Meister. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Und weiter geht. Weiter geht's. Ja, ja, ja. Alles mit einsacken, alles was wir können irgendwie. Da ist so ein. Ja, ja, das ist ein Crawler. Nice, Leute. Nice, 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 nice. Rufen. Guck mal, wie sich alle umdrehen nach uns, ey. Das ist schon wieder anders wild. Wir nehmen so viel wie möglich mit von denen. Will, dass wir hier unsere Ruhe haben. Dass wir hier unsere Ruhe in der Area haben. Was kommt da jetzt? Die laufen von da jetzt da runter. Okay. Muss auch aufpassen, dass wir nicht zu weit weglaufen, sondern dass wir die erstmal. Dass die erstmal abbrennen. Der hat ein Metallrohr oder eine Metallstange zu stecken. Kriegen wir nachher hier das Nachsehen. Ich will, dass das so geordnet wie möglich hier abläuft. Sauber. Mal hier die Flanke. Sauber. Ja, kommt mal bitte mit. Kommt mit, kommt mit, kommt mit.
Mach mit, bleib fit. Knuspriger Ranger. Oder Sheriff. Aber hier oben ist gar nicht so viel Trubel, wie ich eigentlich erwartet hätte. Also, jetzt mal ungelogen. Ich habe mir das eigentlich krasser vorgestellt durch den Heli. Vielleicht haben wir ja wirklich Schwein gehabt. Mich würde mal interessieren, also an die Leute, die jetzt zugucken und die wirklich so ein bisschen Ahnung von der ganzen, also die so ein bisschen mit Zahlen umher jonglieren können hier in dem Game. Meine Frage ist, wie weit reicht der Aktionsradius von so einem Hubschrauber? Jetzt in Metern angegeben. Oder in Felder. Man gibt das ja hier, glaube ich, in Felder an. Oh, wir müssen hier bleiben. Naja, wir müssen das Feuer hier nutzen. Immer schön am Lodern lassen. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist, heißt das ja so schön. Wow, 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 wow. Boah, der hat eine Axt drinne zu stecken. Sauber. Also wenn da einer mehr von euch weiß, das würde mich mal brennend interessieren. Wie weit reicht der Interaktionsradius von so einem Heli? Das gleiche gilt für so einen Hausalarm. Also ich weiß auf jeden Fall, selbst wenn man den Hausalarm nicht mehr hört, reicht der Interaktionsradius dennoch aus, um massig Zombies zu triggern. Da würde mich das mal wirklich brennend interessieren, wie weit die ganze Geschichte geht. Ich bin neugierig, Leute, und ich bin noch sehr lernfähig, was das angeht. Deswegen sage ich, ich würde mich niemals als Project Zomboid Meister hinstellen. Ich sehe mich immer als erfahrenen Spieler. Das kann ich mit Fug und Recht, glaube ich, schon behaupten, dass ich ein erfahrener Spieler bin. Aber ich weiß halt nicht alles. Ja, bin ich allwissend. Und freue mich jedes Mal, wenn Leute dann in bestimmten Sachen einfach mehr Ahnung haben und man wirklich davon lernen kann. Sondern davon profitieren kann. Deswegen, ich bin auch mittlerweile echt froh darüber, was sich so im Laufe der Zeit so entwickelt hat, also auch mit anderen Kanalkollegen von mir. Also, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern dass das so Hand in Hand übergeht, finde ich richtig gut. Ja. Mach das mal auf Twitch. Ja. So nach dem Motto, du klaust mir meine Abonnenten oder was weiß der Geier was. Also darum geht's mir ja eigentlich gar nicht. Also. Dass ich irgendjemanden abwerben möchte oder weiß der Geier was. Ich finde sowas sowieso affig. Man kann ja gucken, wo man möchte. Und ich will niemanden. Irgendwas abspenstig reden oder keine Ahnung. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Also, dieses Konkurrenzdenken finde ich. Oha. Oh, jetzt muss ich mal hier hin. Oh, da ist ein fetter Clown. Der soll brennen, ey, Leute. Der muss brennen. Oder der frisst Blei. Der ist aber wirklich dick, ey. Nur weil ich dick bin. Drückt das mal an, die Katastrophe da, ey. Wahnsinn. Aufpassen, dass wir hier in dem Radius bleiben. Komm, wir bleiben mal hier. Was hast du da drin zu stecken? Das sieht auch Metallrohr oder Metallstange. Eins von beiden. Ja, die sollen mal hier bleiben. Mach mal noch eine Runde rumballern hier. 13 Uhr im Game.
sauber. Naja. Sehr wuselig hier das Ganze, aber machbar und schaffbar. Ja, ich darf die nicht zu sehr an das Wohngebiet lassen. Dürfte, glaube ich, klar sein. Immer schön hin und her laufen, auf und ab laufen. Passt das schon. Mal schön Zombies noch mitnehmen. Die brennen, die kippen irgendwann um. Ich meine, so hat hier, wo das noch nicht brennt. Der ist eben gerade schön eindrucksvoll da reingelaufen in die Geschichte. Finde ich richtig gut. Schön entbrennende Feuer. Ach, ist das herrlich, Leute. Gefällt mir. Sauber. Naja. Ehrlich. Wie der Crawler sich versucht noch irgendwie... Ach, ich finde das faszinierend, ey. Deswegen liebe ich Zombies, Leute. Ich meine, man kann sagen, man kann über Zombies denken, was man will, ne? Dass die dumm sind und keine Ahnung was, aber irgendwo muss ich sagen, irgendwas faszinierend haben die doch an sich. Jetzt mal im Ernst, ey. Das Verhalten von den Zombies einfach, finde ich einfach nur faszinierend. Wenn die sich wirklich in Horden, so ein einziger Zombie jetzt an sich, okay, sei mal dahingestellt, aber so, wenn die so Hordenverhalten an den Tag legen, finde ich richtig faszinierend, die ganze Geschichte. Lauf, lauf, lauf. Vergiss es, wir treffen nichts. Ich glaube, wie ihr auch mitbekommen habt, ich habe auch unsere Jacke, die habe ich mal ausgetauscht. War bitter nötig. Hab jetzt eine Feuerwehrjacke an, die uns noch ein bisschen Isolation gibt, die sehr gut isoliert ist. Die wiegt natürlich auch gefühlt eine halbe Tonne, aber gibt uns auf jeden Fall gute Kratzverteidigung. Und so warm ist es ja auch nicht mehr. Sobald ich hier Luft habe, werde ich auf jeden Fall mir mal angucken, wie das hier um unsere Fähigkeiten bestellt ist. Ich glaube, ich werde den Teil jetzt skippen, weil was soll jetzt hier noch kommen? Gut, Leute, bis gleich. Ja, scheiße, was soll hier noch kommen? Hier kommt allerhand anscheinend. Ich bin jetzt einfach mal auf das andere Feld rüber, um hier auch nochmal alles Mögliche auszuschließen. Werd hier auf jeden Fall auf noch genug von denen... Guckt euch das mal an. Ha, 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 ha. Ah, gut, da sind sie. Ich hab nichts gesagt, Leute. Alter, da kommt aber auch eine Wand. Da kommt eine richtige Front, ey. Mein lieber Schwan, ey. Holy moly, ey. Das lohnt sich, Leute. Das lohnt sich. Lad mal bitte... Achso, klemmt gerade die Waffe. Ja. Alter Vater, ey. Alter Verwalter. Aber wir haben ja Zeit, also von daher... Oh, du bist doch ganz schön exhausted, sehe ich gerade mal. Oh, wir müssen das mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Soll er mal nur spazieren gehen? Hier ist eine Farm. Dass wir wirklich beim nächsten Helikopter-Event wirklich sagen können, wir haben hier tatsächlich unsere Ruhe.
Krass, Mann, Alter. Ja, ja, komm, die nehmen wir mit. Alles, was wir irgendwie mitnehmen können, nehmen wir jetzt mit. Brennen hier zwischendurch alles ab, aber ein bisschen Schwund ist ja immer, heißt es ja so schön. Ja, die sollen mal ruhig alle mitkommen. Müssen bloß aufpassen, dass wir uns hier selber nicht irgendwie den Weg verbauen. Weil hinter uns ist ordentlich was los. Na, oder? Ja, ja. Scheiße, Alter. Wahnsinn. Wild, Leute. Wild. Das war in der Vergangenheit hier ein Helikopter. Fällt mir mal gerade so ein. Zwischendurch auch mal rumballern. Alter, sieht aber auch. Das ist schon anders wild, ne? Also. Alter, krass, Mann. Guckt euch das an, was da kommt, ey. Ich weiß ja gar nicht, wohin, ey. Ist nur noch im Ausnahmezustand hier mal durchsprinten. Das ist in Ordnung. Können wir machen. Hier, das meine ich. Genau das meine ich, Leute. Ah, dreht euch mal um. Kommt mal her. Kommt mal mit. Naja. Krass, Mann. Einfach nur krasser Shit. Krasser Shit, Leute. Richtig krasser Shit. Mann, ey. Also ich kann irgendwo jetzt so im Nachgang kann ich den einen oder anderen schon verstehen, der sagt, diesen Stress hier auf diesen Einstellungen tue ich mir beim besten Willen nicht an. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Es ruft mir das Ganze hier nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis, weil ihr seht ja selbst, was die Phase ist, also muss ich euch, glaube ich, nichts erzählen. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Gerade was das Hordenpullen angeht, ey, da sind wir ganz vorne mit bei. Das ist ideales Training für mich, Leute. Ungelogen. Also sollte ich mal bei euch auf dem Server oder irgendwie zu Gast sein und ihr fragt mich, du Wiesel, hast Bock ein paar Horden zu pullen? Sag ich zu euch, klar. Um wie viele Zombies reden wir denn? 10? 100? 1000? Gebt mir eine Zahl, Leute. Klingt ganz schön arrogant, muss ich sagen. So ein bisschen eingebildet ist es schon. Ne? Aber das ist halt Training. Es ist Training einfach nur. Und wie gesagt, auch man kann damit fertig werden. Also das geht schon irgendwie. Man sollte nur nicht in Panik verfallen. Und wie gesagt, das mit dem Helikopter-Event, ich kann mich da auch nicht freisprechen. Ich bin da echt panisch geworden in dem Moment. Weil ich nicht wusste, wie lange der Helikopter uns belästigen wird. Dann erstmal zum einen. Und zum anderen, was der jetzt alles angerichtet hat. Sozusagen, über wie viele Zombies reden wir denn jetzt? Genau. Boah, hieß alles voll. Hieß das gesamte Feld. Hieß alles. Schon doll, ey. Das ist. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Ja. Ja. 15:20 Uhr haben wir.
Mal zusehen, dass ich nicht zu sehr übertreibe hier. Jetzt haben wir ein ganz, haben wir ein riesiges Areal sozusagen. Wo wollt ihr denn hin? Error 1, das meine ich nämlich. Nicht, dass das Game sich aufhängt und wir wirklich, wirklich in den Zombies stehen auf einmal. Das muss ja auch nicht sein. Zusehen, dass ich hier mal, dass ich hier in der Gegend bleibe. Lad nach. Ratsch, ratsch. Ja. Okay. Sauber. Hier ist gar nichts hier draußen, Alter. Schon doll, ey. Muss ich ja einfach mal so sagen. Ja, kommt mal bitte mit. Hier unten. Achtung, sie kommen. Ja. Hier, auf jeden Fall diese Front auf jeden Fall noch mit. Oh, lad nach. Durchladen. Okay. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall beim nächsten Helikopter-Event haben wir auf jeden Fall nicht so viel Trouble. So, was kommt da jetzt noch? Ein paar Hansel, okay. Ist geschenkt. Na, kommt mal bitte hier mit. Hier runter. Bitte einmal bitte hierher kommen. Bitte danke. Ja, wenn man einmal so drin ist, ne? Also. Rauch mal bitte eine. Rauchen. Gott, ich bin erschrocken eben, ey. Da unten sind auf jeden Fall noch genug. Trifft auch nichts. Trifft einfach nichts. Alter, ey. Ist einfach doll, was wir hier angerichtet haben, ey. Treiben die wieder zusammen. Dem haben wir mal knusprig die Fresse weggepustet. Alter, was hier gestorben ist. Und wie gesagt, Leute, mein Angebot steht immer noch. Wenn das mal bereits nicht vollzogen worden ist, denkt euch ein paar schöne Namen aus. Feld des Todes. Ich bin da nicht so kreativ. Die Namen, die werden auf jeden Fall verewigt. Wenn ich den nächsten großen Aufnahmemarathon starte, dann werden wir das gleich umgehend machen. Sauber. Lad nach. So, ich denke mal, ich werde langsam Richtung Auto mal laufen, ja?
Hier ist auf jeden Fall noch genug Trubel, beziehungsweise, nee, wisst ihr was? Ich skipp jetzt. Alter, was hat der denn da? Ist das, ist eine Schaufel? Ist das, okay, okay, ich dachte eben sonst was, ey. Naja, die sterben jetzt einer nach dem anderen. Kann uns ja eigentlich nur recht sein. Einmal kurz in die Masse reinschießen. Da, wo lauft ihr alle hin? Hier sind wir. Kommt mal bitte her. Also an Schrotflinten mangelt es hier nicht. Definitiv nicht. Die kippen jetzt einer nach dem anderen. Die kippen die jetzt um. Okay, okay, okay. Alles gut. Run into the fire. Burn, baby, burn, eh? Ja, 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 ja. Kussmund, du machst das sowieso nicht mehr lange, also. Sauber. Ich denke, ich werde jetzt. Ich komm. Komm, Leute. Ich glaube, das genügt. Das reicht, glaube ich. Ich werde jetzt zurück zum Highway laufen. Zurück zum Auto. Und dann können wir einfach mal für den Tag festhalten. Also es hat sich definitiv gelohnt für uns. Die paar Hansel, die jetzt noch da sind, da wird, die werden jetzt so nach und nach, werden die, denke ich mal, den Löffel abgeben. Und dann können wir einfach mal festhalten, dass sich dieser Run auch wieder gelohnt hat für uns. In der nächsten Folge werde ich mir auf jeden Fall angucken, inwieweit die Einkaufsstraße infiltriert ist. Beziehungsweise, ich denke mal, warte mal, jetzt haben wir es 17.10 Uhr. Die Aufnahme hier geht jetzt auch schon eine ganze Weile. Wir gehen zurück zum Highway. Vielleicht schaffen wir das ja mal kurz einen kurzen Blick zu erhaschen. Können wir uns die Frage nämlich selbst beantworten. Hier zum Beispiel, meine ich. So eine Geschichten hier. Scheiße, haben wir keine Munition mehr? Haben wir alles verballert? Nee, haben wir nicht, aber ich muss mal ein bisschen Abstand hier gewinnen. Okay, 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 okay. So, dann entnehme bitte alles. Ich weiß, sie sind gleich da. Gut, das reicht. Lad mal eine Mumpe nach und dann machen wir einfach die Nachzügler hier, die jetzt hier kommen, die machen wir noch kalt. Ich glaube, das spare ich mir für die nächste Folge, weil das geht sonst zu lange. Auch noch ein brennender Zombie.
Ja. Oh, 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 oha, oha. Oha. Zombie, magst du nicht umkippen, damit wir hier, noch weitere Geschichten in Brand stecken können? Oh, fuck, Alter, ey. Gut, Leute, die ganze Geschichte geht anscheinend noch weiter. Also ich weiß nicht, was hier noch alles unten, was hier noch alles runter migriert ist, was wir jetzt nicht mitnehmen konnten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem, Leute, lasst euch nicht fressen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.